Diese Veranstaltung heute wird von drei Organisationen getragen. Das ist einerseits die Wikimedia, das ist die Open Knowledge Foundation und das ist der FAIR. Offenheit zum Wissen vereint all diese Organisationen, obwohl sie natürlich verschiedene Akzente setzen. Offenheit ist sowas wie die normative Essenz von Wissenschaft, denn es ist die Voraussetzung dafür, dass man wissenschaftliche Resultate wiederholen kann, dass man sie kritisieren kann, widerlegen, bestätigen und wiederverwenden kann. Willkommen sozusagen auf der digitalen Donau heute Abend. Ich bin der Einzige, der keinen Stuhl hat, das heißt, ich bin der Moderator, Sie wissen was. Dieses Schiff ist ja schon seit Jahren unterwegs, sozusagen im Dienste der Wissenschaftskommunikation. In diesem Jahr ist es sozusagen auch digital unterwegs. Das ist auch das Thema der Ausstellung, das Sie sich hoffentlich alle nachher noch ein bisschen näher anschauen werden. Freies Wissen, freies digitales Wissen. Okay, wir müssen das heute Abend ein bisschen ordnen und haben dafür einige Experten hier im Ablauf. Wir haben dann drei Impulsvorträge und würden dann zwischen diesen Impulsvorträgen mit Ihnen gerne diskutieren. Stefan Kassberger von der Open Knowledge Foundation Österreich zum Thema Open Science. Das wird der erste Vortrag sein. Wir bei der Open Knowledge Foundation, wir haben die Open Definition ausgearbeitet und die ist keine Lizenz oder so, sondern eine Rahmenbedingung und es gibt Lizenzen, die diese Open Definition erfüllen. Und die drei wichtigen zentralen Regeln sind da diejenigen, Werke, Wissen, Inhalte ist frei, wenn alle es verwenden können, alle es verändern können und alle es weitergeben können. Der zweite Begriff ist Science und Wissenschaft ist nicht gleich Science, da haben wir leider ein kleines Übersetzungsproblem, da eben die Open Science Bewegung ganz stark aus dem britischen und amerikanischen Raum kommt. Wir hier aber den Begriff Wissenschaft eigentlich meinen, wenn wir von Open Science sprechen und Wissenschaft eben ein bisschen mehr bedeutet als Science. Also wir denken eigentlich alle Disziplinen mit, also auch Geistes- und Sozialwissenschaften, sowie aber auch den institutionellen Rahmen, der Wissenschaft ermöglicht, also Universitäten zum Beispiel, Forschungspolitik und eben auch die Lehre von wissenschaftlichen Methoden selbst. Dann gibt es unterschiedliche Prinzipien, die bei offener Wissenschaft angewendet werden und es gibt auch unterschiedliche Begrifflichkeiten, die im Umlauf sind. Das erste ist das bekannteste. Der Grund, wieso wir hier sitzen, was man auf Englisch Historical Baggage nennt, dass wir es nicht geschafft haben, über althergebrachte Arten und Weisen, wie wir als Wissenschaftler arbeiten und uns miteinander, untereinander austauschen, dass wir das nicht den neuen digitalen Gegebenheiten angepasst haben. Zum Beispiel schlägt uns seit über 10 Jahren Amazon vor, Leute, die dieses Buch gelesen haben, haben auch anderes gelesen. Die Möglichkeiten, das umfassend über die Wissenschaftsliteratur diesen Service zu bekommen, haben wir noch nicht mal ansatzweise. Das verstehe ich nicht, was uns da fehlt eigentlich. Und ich kann auch auf Research Greygate gehen, auf Social Science Research Network und auf alle möglichen anderen Plattformen, wo mir sofort auf Basis von Stichwortsuche empfohlen wird, welche Artikel ich lesen kann. Ich kann Wissenschaftler verfolgen. Mir wird empfohlen, was an guten Artikeln da ist. Ist doch alles da. Also es ist doch schön, dass das gleich so ehrlich kontrovers wird. Also mein Umgang mit der Literatur ist in etwa so funktional, wie wenn wir unsere Literatur in Stein gemeißelt, abfotografiert und ins Netz gestellt ist, dass wir eine Technologie, die 1968 zum ersten Mal demonstriert wurde, noch immer nicht vollständig in unserer wissenschaftlichen Literatur nutzen können, finde ich, ist schon sehr, sehr peinlich. Zumindest sehen Sie, sind sich nicht alle einig. Ja. Die IT-Welt heute gibt ja viel, viel mehr her. Und in der Tat nutzen also nur ein Bruchteil der Wissenschaftler nutzt tatsächlich wirklich das, was da alles da ist. Die Frage ist nur, dafür gibt es ja auch Gründe. Wundere mich auch immer, dass man teilweise da noch Tools nicht benutzt, die es eigentlich geben könnte. Die ganze Automatisierung mit der Verlinkung und all diese Dinge, die es so gibt und die man sich so, ja, über die man eigentlich gar nicht mehr diskutieren möchte als Informatiker, weil sie irgendwie basic sind, die hat man trotzdem noch nicht, wenn man Artikel schreibt. Und ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Für einer ist, dass der Wissenschaftler eben kein Informatiker ist und der möchte eben Text schreiben und ist eben nicht automatisch ein Experte für diese Dinge. Und da stellt sich dann tatsächlich die Frage, die Sie ansprachen, sind wir noch nicht so weit? Gibt es dort noch Tools, Hilfestellungen, Dinge, die vielleicht die horizontalen Dienste, Universitäten, die Rechenzentren, die Bibliotheken vielleicht zur Verfügung stellen sollten, um diese Dinge besser zu verzahnen? Ich denke, das ist genau die Frage, die wir jetzt haben. Open Access to Publication ist eigentlich relativ einfach in wissenschaftspolitischen
in der wissenschaftspolitischen Welt, weil alle Wissenschaftler sind einverstanden, dass Journal Publications der Weg ist, um sich wissenschaftlich vorwärts zu bringen. Die Frage für mich, ich denke, breiter ist, wenn man von Open Access to Data spricht, wenn man von Blogging spricht, wenn man von all diesen Dingen, die Sie da gezeigt haben, spricht, wie kann man das in ein Wissenschaftssystem reinbringen, wo das für Wissenschaftler Sinn macht, das auch zu machen? Wie kann man ein Wissenschaftssystem haben, dass es sinnlos macht, dass es das Sinn macht, dass man das auch Open Data zum Beispiel machen will? Heutzutage ist das nicht der Fall. Die Frage ist jetzt auch hier, in welchem Stadium sollen wir eigentlich offen sein und wie weit gehen wir da, denke ich, zurück? Also wir haben in der Präsentation kurz auch gehört von Open Methodology, dass Wissenschaftler schon von Anfang an Ideen kommunizieren. Und ich glaube, hier ist die wirkliche Schlüsselfrage, die wir uns stellen müssen, einfach der Zusammenhang zur Reputation. Also ich finde das Thema Open Methodology eine Schnapsidee, um es wirklich mal hart zu sagen. Wer auch immer sich das ausgedacht hat, hat für meinen Begriff noch nie in seinem Leben ein wissenschaftliches Projekt gemacht. Ein wissenschaftliches Projekt ist fast wie ein Kunstprojekt. Der ganze Wissenschaftsprozess, das ist ein Kreativprozess. Das ist wie ein Künstler, der ein Bild malt und jetzt plötzlich soll der Künstler auch. Es ist keine Schnapsidee mit Open Methodology und ich finde, es ist sowohl sehr wichtig, das zu diskutieren. Und ich glaube, was hier immer, was man nicht machen darf, was Sie gerade gemacht haben, Frau Spiekermann, ist, alle Wissenschaft in einen Topf zu werfen mit diesem melancholischen Blick zur Kunst und so. Da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein, weil jede Wissenschaft ist nicht gleich und jede Wissenschaft produziert nicht das gleiche Wissen. Diese ganzen Debatten, auch zum Beispiel an so einem Abend wie heute, die werden immer allgemein geführt. Und das ist ein Problem unserer Zeit. Das ist, dass wir zu ungenau und zu allgemein global galaktisch diskutieren über etwas, was keiner richtig beurteilen kann. Ich kann nur meinen eigenen Wissenschaftsprozess beurteilen. Was habe ich davon, wenn ich etwas publiziere, was ich als Wissenschaftler noch gar nicht als Wahrheit rausgeben kann, weil ich noch nicht der Meinung bin, dass es sich dabei um Wahrheit handelt. Was ich dann tue, ist, ich stifte Verwirrung. Wahrheit in Wissenschaft ist etwas sehr Kritisches, aber es ist etwas, das systemisch kommt. Es ist nicht ein individueller Wissenschaftler, der seine individuelle Wahrheit kreiert, sondern ein Prozess, das das ganze System durchdenkt. Und ich denke, die Frage ist, ob Open Wissenschaft als ein System auch mehr Wahrheit bringen kann. Das ist eigentlich die wichtige Frage hier. Vielen Dank, Herr von der TU Graz. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich freue mich sehr über die Einladung und darf jetzt ein sehr konkretes Beispiel zu Open Data bringen. Und das ist im ersten Moment vielleicht nicht so naheliegend, aber ich möchte kurz über das Bienensterben sprechen. Auf Englisch Colony Collapse Disorder, das Mitte der 2000er Jahre, vor allem in Nordamerika, aber auch in Europa dokumentiert war, wo bis zu 80% der Bienenstämme gestorben sind. Eine Gruppe um die Genetikerin Diana Cox Foster hat dann ein sehr interessantes, wie ich finde, Studiendesign entworfen. Wie wären sie an diese Millionen und Abermillionen an Sequenzen von Mikroben gekommen? Und in den meisten Disziplinen wäre an dieser Stelle Schluss gewesen. Ja, sie hätten dieses Forschungsdesign nehmen können, zusammenknüppeln und in einen Papierkorb werfen können. Der glückliche Fall ist allerdings, dass im Bereich der Gensequenzdaten es hier eine Übereinkunft gibt. Diese Übereinkunft stammt noch aus dem Human Genome Project heraus. Da hat man sich gesagt in der Community, aber auch in der Politik, dass es sehr wichtig ist für die Gesellschaft, aber auch für die Forschung, dass diese Gensequenzdaten öffentlich zugänglich sind und frei zugänglich sind und dass dies zu geschehen hat, sobald eine Gensequenz entdeckt wurde. Ja, ich hoffe, ich habe Ihnen jetzt ein bisschen Lust auf Open Data gemacht. Wir reden hier also von der Veröffentlichung von Forschungsdaten, die im Forschungsprozess entstehen. Und diese sollten im World Wide Web öffentlich zugänglich gemacht werden, ohne die Weiterverwendung stark zu beschränken. Open Data ist somit ein wichtiger Bestandteil von Open Science, neben Open Access, Open Source und Open Methodology. Und weil ich den Begriff ja zusammen mit meinen Kolleginnen und Kollegen auch mitgeprägt habe, möchte ich hier an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen eine Lanze für Open Methodology brechen. Also es geht natürlich nicht darum, dass man unreflektiert jetzt jedes Ergebnis, das man
gerade herausgefunden hat, publiziert, ne? Sondern es geht schon darum, im Prinzip Wissenschaft besser reproduzierbar zu machen. Es geht darum, dass das eigentlich gar nicht möglich gewesen wäre, ohne die Kollaboration. Das Beispiel von Timothy Gauss vorhin ähnlich. Der hat ja jahrelang an diesem Polymath-Theorem gearbeitet und hat es nicht hingekriegt und hat es in seinen Blog gestellt. Ein paar Wochen später war es gelöst. Also nochmal zum Thema Wissen. Ist dann vielleicht die Öffnung dieses Erkenntnisprozesses, die Diversifikation derjenigen, die daran partizipieren, denn ihre Mitarbeiter, vielleicht sogar eine Grundvoraussetzung, ein Stück weit, um zu bestimmten Wissen zu kommen. Für welche Wissenschaft ist denn Open Science notwendig? Und wenn alle anderen, die das nicht brauchen, Open Science haben und davon keinen Nachteil haben, dann ist ja alles wunderbar. Ich glaube, das ist eher das, wo man sich Gedanken darüber machen sollte. Okay, was geht uns denn verloren, wenn wir das jetzt nicht offen machen? Oder was geht uns denn verloren, wenn wir das nicht zumindest die Infrastruktur so umstellen und so sinnvoll gestalten, dass wir das, was offen sein kann, auch offen machen wollen? Dass wir zumindest eine digitale Infrastruktur haben, international in der Forschung, das hat wohl gar keinen Sinn, über nationale Forschung zu reden, dass wir da eine Infrastruktur haben, die es uns möglich macht, das, was technisch machbar und wissenschaftlich sinnvoll ist, auch offen zu machen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Was geht uns verloren, wenn wir die Chance vorbeiziehen lassen? Was macht jemand wie die Europäische Kommission in diesem Fall, die sich über Regeln Gedanken macht, die möglicherweise für alle gelten sollen oder auch nicht? Das ist ja ein sehr scharfes Schwert, was man da in der Hand hält. Da muss man ja auch vorsichtig sein, dass man nicht zu tief schlägt, sage ich mal. Da ist eben die Idee, dass man in einigen Bereichen sozusagen vorsichtig einen Nudge ausübt auf die Teilnehmer der Projekte, dass das doch eine gute Sache wäre. Das ist also in diesem Fall nicht mit Zwang verbunden. Das heißt, jeder, der möchte, kann sich da auch von entfernen und muss da nicht dran teilnehmen. Wir haben es aber eher umgekehrt gesehen, dass in vielen Bereichen, wo wir eben gesagt haben, okay, das ist jetzt erstmal vom ersten Gesichtspunkt her nicht der Bereich, wo wir glauben, dass es am wichtigsten ist. Da sind dann die Forscher gekommen und gesagt, wie kann es sein, dass wir nicht im Piloten sind, wir wollen auch mitmachen. Und da haben wir glücklicherweise ein Opt-in mit vorgesehen. Das ist die eine Seite. Also da wird es dann Daten geben, die da kommen, die irgendwie veröffentlicht werden müssen, auf irgendeine Plattform gestellt werden müssen. Da stellt sich dann gleich die zweite Frage, wo soll die denn sein, was ist die Infrastruktur dafür? Und da haben wir eben das, was das E-Infrastructures-Programm heißt. Also das sind die elektronischen Infrastrukturen. Die Verbindung zwischen IMBL, Sie nannten es eben, ist ja auch eine geförderte Einrichtung, jetzt spezifisch für einen Bereich, da gibt es mehrere, diese müssen verbunden werden mit den Datennetzen, es geht um die Speicherkapazität, aber auch um die Zugänge. Ich würde da auch persönlich sehr vorsichtig sein, was die ganze Obligarisierung angeht. Also da, es geht eher um die Ermöglichung des Ganzen, denn idealerweise, seien wir doch mal ehrlich, wenn es hier um Forscher und Forschung geht, sollen die Forscher das machen, was die Forschung am meisten vorantreibt. Deswegen sollen wir uns darum kümmern, wo es Barrieren gibt und wo die Incentives so sind, wo die Anreize so sind, dass sie eben die gute Wissenschaft verhindern oder behindern. Da sollen wir uns darauf konzentrieren und die anderen Dinge dann eben als Ermöglichung betrachten, wo dann der Forscher sowieso aus eigenem Interesse möglicherweise am Ende dann mitmacht oder auch nicht, wenn es keinen Sinn macht in seinem spezifischen Bereich. Das ist ein wirkliches Beispiel dafür, wie wir jetzt noch antiquierten Reputationen nachhängen, die eigentlich in der heutigen Art und Weise, wie zunehmend, nicht überall natürlich, und vielleicht auch noch nicht mal mehrheitlich, aber doch zunehmend Wissenschaft gemacht wird, einfach damit ganz wenig nur noch zu tun hat. Die Frage ist, was ist der Return on Zeit Invest? Ja, wenn das Thema Bloggen ist, ja. Vielleicht müsste man sich Gedanken darüber machen und Kriterien entwickeln, ab wann ein Datensatz so wichtig ist für die Gesellschaft und auch für den Fortschritt in der Wissenschaft, dass man ihn veröffentlichen muss. Also zum Beispiel diese DNA-Sequenzierungsdaten, das ist natürlich, dass man, wenn man so etwas als Ausgangspunkt nimmt und sagt, gibt es überhaupt Kriterien, die sozusagen die Frage, sollte ich meine Daten veröffentlichen oder nicht, beantworten. Ich glaube, das ist nicht die richtige Perspektive, denn Storage Space ist jetzt nicht wirklich das Problem, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, wie kann ich denn dafür sorgen, dass die richtigen Daten an die richtigen Leute kommen. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Fragestellung. Insofern, das Problem, ja hier, ich habe zu viel Informationen und ich habe keinen Platz mehr, dann bitteschön, ich kaufe dir eine Festplatte und dann haben wir den Platz. Und das Entscheidende ist schon wirklich, wie komme ich drauf. Wem gehören die Daten, aber auch wer organisiert die Daten? Und ich möchte vielleicht ein bisschen anschließen an die Metadaten. Eine wirklich Schlüsselfrage, die noch nicht so vielen bewusst ist, ist, dass man auch auf viel mehr auf offene Standards drängen muss. Denn wer
wer organisiert die Daten wirklich? Einerseits sind es natürlich Projekte, die zum Beispiel von der Kommission gefördert werden. Andererseits werden NGOs, das allerdings wurde hier schon genannt, ResearchGate, was letztlich eine kommerzielle Organisation ist, genauso wie Mendeles. Und hier ist jetzt die Frage, das ist an und für sich nichts Schlechtes, wenn da auch kommerzielle Interessen dabei sind. Allerdings müssen die auch in gewisser Weise von der Politik vielleicht eine gewisse Voraussetzungen mitbekommen. Okay, also kommerzielle Interessen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor gewesen, auch die Transparenz. Jede Community hat seine eigene Spezifizitäten, also spezifische Needs. Ne? Und man kann nicht eine Lösung für alle finden. Man muss jede Community die Möglichkeit lassen, ihre eigene Daten, Open Data Benutzung auch zu aufbauen und zu durchzudenken. Und ich denke, es ist interessant zu schauen, in diesen Communities, wo es schon gutes Data Sharing gibt, wie sie das machen und was es eigentlich heißt. Ich denke, das fehlt wirklich noch, um Open Data möglich zu machen. Open Data ist nur möglich, wenn es für einen Wissenschaftler Sinn macht, Daten zu aufzubauen, zu vorbereiten und sie dann auch weiterzugeben, so dass alle wissen, dass er es gemacht hat, dass er da mitgearbeitet hat. Patrick Danowski vom IST Austria, ich leite da die Bibliothek. Gibt ein nettes Beispiel aus dem Bibliotheksbereich. Einige Nationalbibliotheken haben mich gesagt, wir heben nur das auf, was aufhebenswert ist, also was eine ISBN hat, was ein gedrucktes Buch ist. Andere Nationalbibliotheken haben sich entschieden, wir sammeln alles, was gedruckt ist. Also das ist ganz schwierig, heute abzusehen, was morgen relevant sein wird. Da ist die Wissenschaft in ihrer ganzen Tradition sicher auch noch eine ganz große Burg, die es zu erobern gilt, damit man an diesen Datenschatz herankommt. Und wenn akzeptiert ist, dass die offenen Daten und auch nicht mehr die Frage, welche Daten hergegeben werden, sondern dass Daten prinzipiell einmal ein offenes Gut sind, wenn diese Kultur mal durch ist, dann bin ich mir ganz sicher, dass ganz viele Daten nicht mehr doppelt erhoben werden und dass ganz andere Rückschlüsse gezogen werden können. Ich dachte nur, wir nehmen jetzt vielleicht nochmal den Vortrag von deinem Mädchen mit. Wenn das aber in der Wissenschaft gewesen wäre, hätten wir diese 50 bis 100.000 Leute nicht und am Ende stünde nur ein bestimmtes Land ist Weltmeister geworden. Der ganze Prozess wäre nicht sichtbar gewesen. Aber der ganze Prozess ist das, worauf es ankommt. So, und damit haben wir auch so ein bisschen die Brücke zu diesem Thema Citizen Science gebaut. Es gibt viele Leute, die sich für Sport interessieren, weil der Sport interessant gemacht wird. Weil man auch zugucken kann, weil halt eben am Ende nicht nur das Ergebnis steht, sondern weil man sich angucken kann, was ist eigentlich bei diesem 0:0 da passiert. Und genau das Gleiche ist bei dieser Frage, warum fliegt diese Fliege jetzt nach links oder nach rechts? Oder kriegt das Chamäleon diese Fliege? Genau das sind diese Arten von Fragen, mit denen sich Wissenschaftler beschäftigen. Citizen Science wird in der Wissenschaft zunehmend verwendet, im Wesentlichen für Fragen, wo die kleine Gruppe aus Forschern alleine nicht klarkommt. Wenn sie Mücken nerven, ist das nervig? Noch nicht? Ja, und irgendwann machen sie den hier. Wenn sie das gemacht haben, schicken sie uns die Mücke. Haben die Leute gemacht. Auf diese Art und Weise haben die Wissenschaftler ein Bild davon gekriegt, von der Diversität von Mücken innerhalb von Deutschland. Die meisten dieser Projekte sind tatsächlich klassisch closed. Das heißt, die Konzeption des Projektes findet in den Hirnen der Forscher statt, die reden auch nicht großartig drüber. Irgendwo machen sie dann ein Fenster auf in ihre Wissenschaft. Da sagen sie dann, hier macht mit, die Daten, die Bürger dazu beitragen, die sind manchmal offen, manchmal nicht. Und dann irgendwann wird ein klassisches Paper draus geschrieben, da stehen dann die Autoren, die Wissenschaftler wieder drauf und irgendwo in den Dank sagen, ja, und die Bürger haben auch mitgemacht. Also diese Öffnung des Erkenntnisprozesses, die uns jetzt auch den ganzen Abend schon beschäftigt hat, das ist ja ein häufiges Missverständnis, dass es letztlich nur um das Outsourcen von lästigen Fleißarbeiten geht, die man entweder in kleinen Teams nicht bewerkstelligen kann. Hier geht es schon um mehr. Nicht? Bei Citizen Science geht es um Inklusion eigentlich. Da war das Korrektiv wieder dabei bei Fukushima, wo man letztlich sieht, da macht vielleicht auch die Öffentlichkeit etwas, was die wissenschaftliche Community so nicht machen kann, darf, will, ja, soll.